Ja, mit dem Vorstand Vergütungsangemessenheitsgesetz will der Gesetzgeber bestimmte Auswüchse, die ja in der letzten Finanzkrise deutlich geworden sind, einzudämmen versuchen. Wir möchten nicht, dass Löhne, Preise oder Mieten vom Gesetzgeber festgehalten werden oder festgelegt werden, aber wir möchten auch nicht, dass wir ins Unermessliche in Deutschland Gehälter steigen lassen und damit der Rechtsfrieden und die Gläubigkeit der Bevölkerung restlos Schaden leidet. Das ist in wenigen Sätzen der Hauptbeweggrund für uns gewesen. Im Einzelnen haben wir auf Langzeit gesetzt, das heißt nicht heute den Laden hochgefahren, die Kurse hochgefahren, dann noch die Aktienoptionen, die Buchwerte realisiert, sondern wir wollen auf längere Sicht gucken, dass sich die Manager auch bewähren. Dafür haben wir eine Bemessungsgrundlage von mindestens 3 Jahren angesetzt. Und wir möchten auch nicht, dass Leute direkt aus dem Vorstand in den Aufsichtsratssessel purzeln. Diese sogenannte Cooling-Off-Zeit oder auch Karenzzeit genannt, der Bürger würde vielleicht von Schamfrist reden, haben wir auf 2 Jahre festgesetzt. Und ich glaube, dass die Aufsichtsräte nun nicht zugrunde gehen, weil sie nicht mehr auf den Sachverstand ehemaliger Vorstandsmitglieder zurückgreifen können. Das alles glaube ich nicht. Es gibt fähige Denker und Lenker in unserem Staate, die nicht unbedingt vorher Vorstand gewesen sein müssen, um ihr Aufsichtsratmandat so auszuüben, damit es auch den Begriff Aufsichtsrat verdient. Hier erlauben wir vielleicht eine Bemerkung, die im Gesetz keinen Niederschlag gefunden hat. Eins der Hauptprobleme liegt daran, dass wir inzwischen in den Aufsichtsräten geradezu inzestuöse Merkmale vorfinden. Das heißt, der eine sitzt in dem Aufsichtsrat vom anderen und der andere von dem Aufsichtsrat in einem. Die tun sich gegenseitig nicht weh. Und das Problem ist ja, um einen Vorstand in Haftung nehmen zu können, muss sich der Aufsichtsrat durchringen, ihn auch zu verklagen. Da liegt das eigentliche Übel, wo kein Kläger ist, kein Richter, das ist auch klar. Und wenn die Aufsichtsräte sich scheuen, die Vorstände in Haftung zu nehmen, nützen die schärfsten Haftungsbestimmungen nicht. Die haben wir nämlich schon nach dem geltenden Recht. An einer Verschärfung der Haftung liegt es nicht, sondern an einer Geltendmachung von Ansprüchen.